Hi, du wolltest schon immer mal wissen, wie teuer das Hobby 3D-Drucken wirklich ist, gerade als Einsteiger für den Anfang? Dann bist du hier ganz genau richtig, denn wir werden uns heute mal das Thema ganz genau anschauen und ich erzähle dir Dinge, über die normalerweise keiner spricht. Fangen wir an mit dem größten Brocken bei der ganzen Geschichte. Und das ist ein 3D-Drucker. 3D-Drucker gibt es natürlich bei vielen Händlern auch günstig, aber ich habe mir jetzt einfach mal die Preise von AliExpress rausgesucht und hier drei Drucker ausgewählt, die so, ja, ich sag mal, so ein typischer Anfängerdrucker sind, mit denen man wenig Ärger hat, mit denen man als Anfänger relativ gut zurechtkommt und die auch nicht, jetzt, ich sag mal, unheimlich viel Geld kosten. Natürlich gibt es auch günstigere Drucker und es gibt natürlich auch viel, 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 viel teurere Drucker. Aber gerade beim Einsteigen in ein neues Hobby möchte man vielleicht erstmal schauen, ob das was für einen ist. Und dann sollte man sich einen Drucker raussuchen, mit dem man nicht viel Ärger hat, der gut funktioniert, mit dem man recht schnell klarkommt und im Zweifelsfall auch nicht zu viel Geld versenkt hat. Ja, wir haben hier als erstes mal einen Ender 3 und dieser Ender 3 kostet 203,28 € Versand von Deutschland aus und keine Versandkosten. Als nächstes habe ich einen etwas älteren Drucker rausgesucht, aber immer noch ein sehr, sehr gutes Modell, aber dafür günstig. 176,86 €, ein Anycubic Mega S. Und ja, auch ein problemloser Drucker, super als Einsteigerdrucker zu nutzen und wirklich schöne Druckqualität. Auch hier Versand aus Deutschland, Versand kostenfrei. Als dritten Drucker habe ich meinen Favorit hier rausgesucht. Das ist der Genius von Adlery. Kostet 223,34 €, ebenfalls kostenloser Versand von Deutschland nach Deutschland, keine Versandkosten. Ich habe nun einfach mal so eine kleine Übersichtsliste gemacht und die werden wir jetzt von oben nach unten durcharbeiten und habe jetzt hierfür das Beispiel natürlich mal, um einfach mal zu so sehen, wie man am günstigsten wegkommen kann, den Anycubic eingetragen, habe ein bisschen aufgerundet und sind dann jetzt erstmal bei 180 € angekommen. Gehen wir zum nächsten Punkt, Filament. Nun, beim Filament ist es natürlich davon abhängig, wie viel man druckt. Umso mehr man druckt, umso teurer wird das Ganze natürlich. Das ist ganz klar. Aber anhand jetzt einer 800-Gramm-Rolle hier von Das Filament möchte ich euch mal ungefähr zeigen, wie viel man zahlen muss. Und ihr seht hier diese, ich sag mal, diese silbergrauen Töne, die liegen hier zwischen 17,50 € und 18,47 €. Was etwa, naja, ich sag mal 22, 23 € das Kilo entspricht. Und wir können ja mal runtergehen in die Weiß, ja, auf den Weißton. Und Weiß gibt es zum Beispiel schon für 15,55 €. Das entspricht, ja, roundabout 20 € das Kilogramm. Ebenfalls schwarz. Ihr seht, hier sind noch mehr Farben für diesen Preis. Natürlich gibt es auch deutlich teurere Filamente, aber am Anfang. Ich sag mal, PLA kann man wirklich viel drucken. Ihr seht, die Auswahl ist hier auch sehr groß. Und damit kann man schon richtig viel üben, richtig viel Spaß haben und auch ganz tolle Modelle entwerfen. Ich möchte euch auch jetzt mal noch kurz zeigen, wie viele Drucke man mit 800 Gramm Filament machen kann. Und zeige euch hierzu dieses kleine Benji. Ihr seht, ungefähr die Größe. Das Gewicht dieses Benjis sind 6 Gramm und mit einer Rolle Filament 800 Gramm könnt ihr 133 Benjis ausdrucken. Das ist eine ganze Menge. Springen wir zurück zu unserer Übersichtsseite. Ich habe wieder großzügig aufgerundet. Das können ja auch noch Versandkosten anfallen, je nachdem, wo man bestellt. Und habe hier mal 20 € eingetragen. Kommen wir zum nächsten Punkt: Kleinteile. Kleinteile braucht ihr eine kleine Zange, eine Spachtel und eine kleine Pinzette. Die meisten dieser Teile liegen bei den Druckern in der Regel schon dabei. Wenn nicht,
Also mehr wie 10, 15 € werdet ihr für diese drei Teile definitiv nicht benötigen. Und das ist schon meiner Meinung nach relativ hoch gegriffen. Und entsprechend diesen Betrag werde ich hier jetzt auch in die Liste eintragen. Kommen wir zum nächsten Part. Stromkosten. Hier kann ich euch nur Beispiele nennen. Eine Stunde Druckzeit habe ich gemessen, braucht etwa 130 Wattstunden, also 0,13 Kilowattstunden bei einem Drucker, wie ich ihn eben euch gezeigt habe, in dieser Größenklasse. Das sind also, ich sag mal, kleine Drucker mit Druckbett 220 mal 220 Millimetern. Und da kostet bei einem Strompreis von 30 Cent die Kilowattstunde, kommt man ungefähr auf 4 Cent für eine Stunde Drucken. Rechnet man das mal um auf einen längeren Druck, 40 Stunden Druck, das sind also fast 2 Tage, bin ich auf 4,7 Kilowattstunden gekommen. Das entspricht 1,40 € an Stromkosten. Und diese 1,40 € nehme ich jetzt mal als Stromkostenfaktor. Einfach mal so roundabout angenommen, ihr druckt 10 Stunden die Woche, das sind 40 Stunden im Monat. Und dann kommt ihr auf 1,40 €. Nochmal zurück zu unseren 130 Benjis, die ich am Anfang erwähnt hatte, um ungefähr 800 Gramm Filament zu verdrucken. Wären wir bei 800 Gramm Filament, sagten wir etwa 20 €. Stromkosten für 390 Druckstunden wären dann etwa 20,80 €. Und jetzt kommt das, was euch niemand verrät. Und das ist der Faktor, gerade als Anfänger und auch als Fortgeschrittener, ja selbst als Profi, werdet ihr immer etwas Ausschuss haben. Heißt, ihr fängt einen Druck an, merkt, er funktioniert nicht, brecht den Druck ab und das, was auf dem Druckbett liegt, kommt in den Mülleimer. Das wird natürlich, umso mehr Erfahrung ihr habt, immer weniger werden. Am Anfang würde ich schätzen, sind es vielleicht, nagelt mich bitte nicht fest. Ja. Also ich habe das nie gemessen, aber ich würde jetzt mal so sagen, roundabout zwischen 10 und 5%. Später als Fortgeschrittener werdet ihr wahrscheinlich irgendwo unter 5% liegen und ein Vollprofi, der hat vielleicht nur noch 1% Ausschuss beim Drucken. Aber das sollte man schon im Hinterkopf haben, denn das sind Kosten, die kommen einfach on top dazu. Genauso wie das Kalibrieren des Druckers. Das sind ja keine produktiven Drucke, sondern das sind einfach Kalibrierungsdrucke, das sind Einstellungsfahrten, die durchgeführt werden. Auch hier setzt man einfach mal so 3, 4, 5 Benjis an, zumindest mal für die Basics einzustellen, damit man ungefähr weiß, wo man landen wird für einen Kostenfaktor. Wenn man einen Drucker perfekt kalibrieren will, und dann kann man da auch ein bisschen, ja, ein paar Benjis mehr ansetzen, wobei man da nicht immer Benjis natürlich nimmt, sondern andere. Aber dass ihr mal so ein, als Anfänger gerade mal so einen Vergleich habt, ne, dass man so ein bisschen was zum Fassen hat, bis so ein Drucker so läuft, wie man es gerne hätte. Ihr habt jetzt einen groben Überblick erhalten, wie viel 3D-Drucken in etwa kostet. Wenn euch dieses Thema jetzt gefallen hat und ihr mehr über das Thema 3D-Druck wissen wollt, gerade als Einsteiger, dann schaut doch mal in meine Playlist Tutorials vorbei. Dort habe ich bereits den ein oder anderen, ja, ich sag mal, Anfängerfaden hochgeladen und es werden auch noch ein paar mehr Folgen, wo gerade euch Einsteigern dann auch zeigen kann, wie kommt man ins 3D-Drucken rein, wie funktioniert 3D-Drucken, was muss ich beachten und so weiter und so fort. Wenn dir das Video also gefallen hat, schenk mir doch einen Daumen hoch. Wenn du gerne mehr von mir sehen möchtest und vielleicht auch mehr Anfängervideos, denn davon kommen bestimmt noch ein paar, dann klicke bitte unten auf Abonnieren, auf die Glocke und lass dich sogar benachrichtigen, sobald mein neuestes Video hochgeladen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Drucken. Ciao!